Der gesunde Trend zum Heißluftfrittieren wächst seit Jahren kontinuierlich weiter, und deshalb ist es Zeit zu sehen, wie sich die besten Heißluftfritteusen weiterentwickelt haben. Die neuesten Airfryer können so viel mehr als nur knusprige Pommes oder Tiefkühlschnitzel zubereiten. Deshalb solltest du nicht denken, dass sie nur eine Alternative zu einer herkömmlichen Fritteuse sind. In einer Heißluftfritteuse lassen sich alle möglichen Köstlichkeiten zubereiten, von gegrillten Käse-Sandwiches über gebratenes Gemüse bis hin zu knusprigen ganzen Hähnchen. Da wir uns heutzutage mehr als jemals zuvor Gedanken über hohe Stromrechnungen machen, ist es naheliegend, sich nach energiesparenden Kochgeräten umzusehen. Und die Verwendung einer Heißluftfritteuse anstelle eines konventionellen Backofens trägt mit Sicherheit dazu bei, den Stromverbrauch zu senken. Viele Lebensmittel, die man normalerweise in einem herkömmlichen Backofen zubereiten würde, lassen sich in einem Airfryer besser und schneller garen, und da er viel kleiner ist, verbraucht er auch weniger Strom. Einige Airfryer bieten zahlreiche Kochfunktionen, darunter zum Beispiel auch Backen, Aufwärmen und Dehydrieren, die deine Mikrowelle und Backofen teils oder sogar ganz ersetzen können. Wenn du aber ein echtes Mehrzweckgerät suchst, solltest du auf jeden Fall einen Blick auf unsere Multikocher-Review-Videos werfen. Die besten Multikocher von Marken wie Instant und Ninja können nämlich neben Funktionen wie schnell kochen, langsam kochen auch Heißluft frittieren. Wir verlinken dir unser neuestes Top 5 Video zu den besten Multikochern in der Videobeschreibung. Egal was du suchst, ob eine preisgünstige Lösung, ein kleines Modell oder eines mit großem Fassungsvermögen, darunter Modelle mit zwei Schubladen, sowie kompakte und multifunktionale Geräte, wir haben den richtigen Airfryer für dich dabei. Zu allen 10 hier vorgestellten Airfryern haben wir auch jeweils ein Einzelreview-Video gemacht, das genauer in die Details geht. Solltest du dich also für eine der vorgestellten Heißluftfritteusen besonders interessieren, schau dir doch auch das entsprechende Video dazu an. Die Links zum Kaufen oder aber um dich weiter zu den entsprechenden Airfryern zu informieren, findest du ebenfalls unten in der Videobeschreibung und auch in den Kommentaren. Die aktuellen Preise zeigen wir dir ebenfalls. Diese können sich aber mit der Zeit auch ändern, je nachdem wann du das Video schaust. Doch genug geredet, jetzt wollen wir loslegen mit Platz Nummer 10, dem Philips Airfryer mit 4,1 Litern Fassungsvermögen. Philips stellt seit mehr als einem Jahrzehnt Heißluftfritteusen her, und der Airfryer HD9252-90 profitiert zweifellos von der langjährigen Erfahrung der Marke. Sein komplett schwarzes Design und die orangefarbene LED-Anzeige sind vielleicht nicht die elegantesten, verglichen mit manchen Geräten der Konkurrenz, aber er liefert jedes Mal gleichmäßig gebräunte Pommes und Chicken Wings. Airfryer nutzen heiße Luft, um die in den Frittierkorb gelegten Lebensmittel im Vergleich zu herkömmlichen Methoden schneller knusprig zu machen. Die Philips Heißluftfritteuse HD9252-90 verwendet ein Seestern-Design am Boden des Frittierkorbs, das laut Philips dafür sorgt, dass die heiße Luft besser zirkulieren kann. Das bedeutet, dass sie, wie alle Heißluftfritteusen, beim Frittieren von Lebensmitteln deutlich weniger Öl verbraucht. Philips gibt an, dass du mit diesem Gerät 90% weniger Öl benötigst und dir somit eine gesündere Möglichkeit bietet, Speisen zu genießen, die normalerweise frittiert werden, ohne Kompromisse beim Geschmack eingehen zu müssen. Der Philips HD9252-90 Airfryer ist sehr kompakt gehalten und hat ein Fassungsvermögen von 4,1 Litern, was laut Philips für 3 Portionen ausreicht. Außerdem kann das Gerät nicht nur frittieren, sondern auch grillen, braten, backen und aufwärmen. Insgesamt gibt es 7 Voreinstellungen, die von Pommes und Tiefkühlkost bis hin zu Geflügel und Gebäck reichen. Diese Voreinstellungen kannst du über die Touch-Bedienelemente auf dem 15,4 cm großen Display nach Belieben anpassen. Der Philips Airfryer hat eine Maximaltemperatur von 200 Grad Celsius und kann bis zu einer Stunde lang garen, und dank der integrierten Warmhaltefunktion bleibt dein Essen bis zu 30 Minuten optimal temperiert. Philips gibt an, dass du mit diesem Airfryer 40% schneller kochen kannst und 60% Energie einsparst, verglichen mit einem herkömmlichen Einbaubackofen. Der Korb sowie die Schublade sind spülmaschinenfest, was somit eine leichte Reinigung ermöglicht. Dieser Airfryer von Philips hat eine unverbindliche Preisempfehlung von knapp 150 Euro, ist aber über unseren Link in der Videobeschreibung derzeit für 79 Euro zu bekommen. Für alle, die einen kompakten, in seinem Aussehen minimalistisch designten Airfryer suchen, der immer wieder perfekte Kochergebnisse für 1 bis 2 Personen liefert, ist der Philips Airfryer 9252-90 die richtige Wahl. Weiter geht's mit Platz Nummer 9, dem Cuisine Art Airfryer Minibackofen TOA60. Wenn du auf der Suche nach einem vielseitigen und platzsparenden Kombigerät bist, das dir knusprige, heißluftfrittierte Pommes garantiert, dann ist der Cuisine Art Airfryer Minibackofen genau der richtige für dich.
Während Cuisinart vor allem für seine Küchenmaschinen und andere Haushaltshelfer bekannt ist, hat sich die Marke in letzter Zeit mit großem Erfolg in den Markt der Heißluftfritteusen vorgewagt. Der Cuisinart TOA60 ist ein multifunktionales Gerät, das 7 Kochfunktionen bietet. 2 spezielle Modi für die Zubereitung von Paninis und Toasts und für das Braten und Pizzabacken, sowie die Standardoptionen Warmhalten, Grillen, Toasten, Backen und natürlich Heißluftfrittieren. Cuisinart hat sich darauf konzentriert, formschöne und zuverlässige Geräte auf den Markt zu bringen, die gut in deine Küche passen. Das schicke Gehäuse und die Bedienelemente dieses Geräts haben einen ausgeprägten Retro-Charakter, sind aber dennoch schlicht genug, um in jede Küche zu passen. Der Cuisinart TOA60 ist mit einem Fassungsvermögen von 17 Litern sehr geräumig und sollte für eine 4-köpfige Familie ausreichend sein. Er verfügt über 2 Einschübe, sodass du auch auf verschiedenen Ebenen gleichmäßig garen kannst. Das Fassungsvermögen beträgt jedoch nur etwa 1,3 Kilogramm. Dank der Breite des Geräts hast du jedoch mehr Platz, um deine Lebensmittel beim Heißluftfrittieren zu verteilen, was zu knusprigeren Ergebnissen führt. In der Verpackung befinden sich außerdem 3 antihaftbeschichtete Einsätze. Ein Heißluftfrittierkorb, ein Backblech und ein Ofenrost. Obwohl Cuisinart angibt, dass diese Bleche leicht zu reinigen sind, sind die Bleche nicht spülmaschinenfest. Die Ergebnisse in allen Kocheinstellungen werden dich allerdings beeindrucken. Das Gerät wird dir goldene, knusprige heißluftfrittierte Gerichte ganz ohne Öl zubereiten, die du dank des Sichtfensters und der Innenbeleuchtung einfach kontrollieren kannst, ohne den Cuisinart Airfryer Minibackofen öffnen zu müssen. Er ist nach nur 90 Sekunden einsatzbereit und ist mit seinen 4 Drehreglern, mit denen du Temperatur, Kochfunktion, Bräunungsgrad und Kochzeit einstellst, sehr einfach zu bedienen. Der Cuisinart Airfryer Minibackofen wird neben den 3 Einsätzen mit einer Bedienungsanleitung geliefert, die eine Reihe von Kochtipps, Hinweisen und Empfehlungen für den Einsatz des Geräts enthält. Der TOA60 Minibackofen und Airfryer mag zwar größer sein als andere Heißluftfritteusen, wenn man jedoch bedenkt, dass man auf einen Toaster, einen Panini-Grill und sogar gegebenenfalls auf einen Backofen verzichten kann, könnte sich der Kauf gerade für kleinere Haushalte durchaus lohnen. Der 7-in-1 Airfryer Minibackofen ist derzeit für ca. 240 Euro erhältlich. In Anbetracht des Designs und der Leistung ein durchaus angemessener Preis, wie wir finden. Auf Platz Nummer 8 haben wir die Kosori Heißluftfritteuse XXL mit 4,7 Litern Fassungsvermögen. Kosori ist im Bereich der Heißluftfritteusen nicht ganz so bekannt wie die großen Namen Instant, Ninja und Philips, aber sie sind keineswegs weniger leistungsfähig. Die Marke bietet nicht nur eine Reihe von Dörrgeräten, Wasserkochern und Brotbackautomaten an, sondern auch eine Reihe von Airfryern. Wie viele der besten Heißluftfritteusen, verwendet auch die Kosori XXL mit 4,7 Litern Fassungsvermögen, heiße Luft, um die in den Frittierkorb gegebenen Lebensmittel knusprig zu frittieren. Laut Kosori wird beim Frittieren 85% weniger Öl benötigt als bei einer konventionellen Fritteuse, was eine gesündere Art der Zubereitung von Speisen wie zum Beispiel Pommes und Chicken Wings ermöglicht. Wie schon erwähnt, verfügt die Kosori 9-in-1 über ein Fassungsvermögen von 4,7 Litern, das nach Angaben des Unternehmens für 4 Personen ausreicht. Der Airfryer verfügt über 7 Voreinstellungen mit vordefinierten Temperaturen und Garzeiten für verschiedene Lebensmittel wie Huhn, Speck und Gemüse. Diese können durch Drücken der Touch-Bedienelemente auf der Oberseite der Fritteuse aktiviert werden, mit denen man auch die Temperatur und die Garzeit einstellen kann, sodass die Speisen nach eigenem Belieben gegart werden können. Und mit einer Maximaltemperatur von 230 Grad Celsius liegt sie über den meisten Heißluftfritteusen in ihrer Preisklasse, die meist nur eine Maximaltemperatur von 200 Grad bieten. Außerdem verfügt sie über eine Vorheizfunktion und eine Warmhaltefunktion, die Temperatur deiner Speisen bis zu 30 Minuten lang aufrechterhält. Der Airfryer von Kosori ist laut Angabe des Herstellers groß genug, um bis zu 1,4 Kilogramm Pommes oder 12 Hähnchenflügel gleichzeitig zu frittieren. Laut Kosori gart und heizt der 9-in-1 Airfryer 20% schneller als eine herkömmliche Fritteuse. Im Vergleich zu einem konventionellen Backofen sparst du sogar bis zu 50% Zeit ein, und sie verringert deine Energiekosten um bis zu 55%. Im direkten Vergleich mit anderen Marken ist der Airfryer von Kosori mit 55 Dezibel auch sehr leise. Sowohl der Korb als auch die Frittierplatte können in der Spülmaschine gereinigt werden. Geliefert wird die Heißluftfritteuse von Kosori mit einem Kochbuch, das 30 Rezepte enthält, und du findest hunderte mehr in der WeSync-App. Der Preis des Kosori Airfryers liegt derzeit bei knapp 118 Euro. Und mit dem zeitig begrenzten Rabattgutschein über unseren Link erhältst du sie sogar für unter 100 Euro.
Für alle, die Pommes, Chicken Wings und andere Leckereien auf eine gesündere Art genießen möchten und ein kompaktes, elegant aussehendes Gerät suchen, ist die Cosori 9-in-1 Heißluftfritteuse XXL eine gute Wahl. Platz Nummer 7 verdient sich die Instant Vortex Plus 6-in-1 Heißluftfritteuse mit Clear Cook und 5,7 Litern Fassungsvermögen. Instant gibt es erst seit kurzem in der Branche der Heißluftfritteusen. 2019 brachte der Hersteller seine erste Heißluftfritteuse auf den Markt, nachdem er mit seinen Multikochern, dem Instant Pot, Kultstatus erreicht hatte. In dieser kurzen Zeit hat Instant jedoch bewiesen, dass die Marke einige der besten Airfryer anbietet, die es derzeit zu kaufen gibt. Das Design des Flaggschiffs, der Instant Vortex Plus, wurde komplett überarbeitet. Das neue Modell zeichnet sich durch eine schlankere Form und einen neu gestalteten Frittierkorb aus, der jetzt nicht nur spülmaschinenfest ist, sondern auch ein Sichtfenster hat. In Verbindung mit einem Licht im Garraum kannst du dein Essen ganz einfach im Auge behalten, ohne die Schublade öffnen und den Garvorgang unterbrechen zu müssen. Instant gibt an, dass in ihren Heißluftfritteusen zubereitete Speisen 95% weniger Öl benötigen, als in einer konventionellen Fritteuse. Dieses Modell ist das erste von Instant, das mit der Odor Erase-Technologie ausgestattet ist. Dabei werden in der Vortex Plus eingebaute Filter verwendet, um die Geruchsentwicklung während des Kochens spürbar zu reduzieren. Das Fassungsvermögen der Heißluftfritteuse beträgt 5,7 Liter, was nach Angaben von Instant für 6 Portionen ausreicht. Es ist ein vielseitiges Gerät, das neben Heißluftfrittieren auch Braten, Backen, Grillen, Dehydrieren und Aufwärmen von Speisen ermöglicht. Wie ihr Vorgänger leistet auch die Vortex Plus 6-in-1 Heißluftfritteuse mit Clear Cook und Odor Erase hervorragende Arbeit beim gleichmäßigen Bräunen von Pommes und Hähnchenflügeln. Da jedoch keine Kochtabellen oder Anleitungen enthalten sind, muss man ein wenig experimentieren, um die richtigen Einstellungen zu finden. Mit zurzeit knapp 150 Euro ist sie eine der teureren Heißluftfritteusen auf dem Markt. Aber wer sein Essen während des Kochens im Auge behalten und Kochgerüche reduzieren möchte, für den lohnt sich die Investition. Dieses Modell ist etwas teurer als das Vorgängermodell, das zurzeit auch noch erhältlich ist. Da das bisherige Modell jedoch weder über einen Frittierkorb mit Fenster noch über die Odor Erase-Technologie verfügt, ist der leicht höhere Preis des Upgrades durchaus angemessen. Kommen wir zum Platz Nummer 6, dem Ninja Foodie Max Dual Zone Airfryer. Das Konzept der Ninja Foodie Max Dual Zone Heißluftfritteuse ist einfach, aber letztlich wird es deine Art zu kochen beeinflussen. Dank der zwei Frittierkörbe in einem Gerät kannst du zwei verschiedene Speisen in einem Durchgang zubereiten, und zwar mit unterschiedlichen Garstufen und Temperaturen. Denn um ehrlich zu sein, ist das Hauptproblem der besten Heißluftfritteusen, dass man in ihnen nur eine einzige Zubereitung auf einmal durchführen kann. Wenn du einmal in einen Airfryer investiert hast, wünschst du dir oftmals, dass sie alles auf einmal zubereiten könnte. Vom Frühstücksspeck bis zum gebratenen Gemüse. Und mit der Ninja Foodie Dual Zone kannst du tatsächlich beides zur gleichen Zeit zubereiten. Mit dem Match- oder Sync-Modus für die beiden Körbe kannst du im Grunde die Größe deines Airfryers verdoppeln, indem du alle Einstellungen eines Korbs auf den zweiten übertragen kannst, so dass beide Körbe zur gleichen Zeit fertig gegart werden und exakt die identische Zubereitung erhalten. Mit Match kannst du verschiedene Garmodi wie Braten, Luftfrittieren, Grillen oder sogar Backen einstellen, die aber alle zur gleichen Zeit fertig werden. Wenn ein Korb 25 Minuten und der andere nur 15 Minuten Zeit für die Zubereitung benötigt, startet dieser automatisch den Kochvorgang, wenn der erste Korb eine Restzeit von 15 Minuten erreicht hat, sodass alles zur gleichen Zeit fertig wird. Die AF400 ist ein schweres Gerät. Sie wiegt 8,8 Kilogramm. Und obwohl du sie bei Bedarf in deine Küche tragen kannst, wird das nicht gerade leicht sein. Die Unterseite der Heißluftfritteuse hat zwar Griffmulden, um das Tragen zu erleichtern, was wirklich eine gute Idee ist. Wenn du aber mehr Platz als nur einen Küchentisch zur Verfügung hast, solltest du einen festen Platz für die Ninja Foodie Max Dual Zone auf deiner Arbeitsplatte einplanen. Du wirst sie garantiert regelmäßig einsetzen. Und es erspart dir Platz im Schrank und eine Menge Schlepperei. Die Körbe sind antihaftbeschichtet, also sollte man sie genauso wie eine normale antihaftbeschichtete Bratpfanne behandeln. Die Kochutensilien, die du zum Umrühren oder Herausnehmen der Speisen aus den Schubladen verwendest, sollten also mit Silikon beschichtet oder aus Holz sein. Die Ninja Foodie Max Dual Zone Heißluftfritteuse kann jedem empfohlen werden, der auf der Suche nach einem guten Airfryer ist. Sie macht das Kochen so viel einfacher, vor allem mit der Dual Zone. Das Gerät ist zwar etwas sperrig, aber selbst in einer kleinen Küche solltest du auf jeden Fall einen Platz dafür finden. Dein Backofen und deine Mikrowelle werden sich auf jeden Fall sehr vernachlässigt fühlen. Die Ninja Heißluftfritteuse Foodie Max Dual Zone hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 280 Euro,
ist aber über unseren Link in der Videobeschreibung derzeit für 230 Euro zu bekommen. Den fünften Platz erreicht die Proschenik T22. Heutzutage scheint es nichts mehr zu geben, was nicht mit Smart-Funktionen ausgestattet werden kann. Und Heißluftfritteusen sind da keine Ausnahme. Die T22 Heißluftfritteuse ist eine Weiterentwicklung der bereits beeindruckenden T21 von Proschenik. Obwohl unserer Meinung nach die Smart-Control-Funktionen und die vielen Tasten nicht unbedingt notwendig sind, ist diese Fritteuse von hoher Qualität und guter Größe für die Zubereitung von Mahlzeiten für die ganze Familie. Die T22 Smart Heißluftfritteuse von Proschenik ist ein recht umfangreiches Update gegenüber der T21. Am offensichtlichsten ist der Verzicht auf den gebürsteten Stahl des Vorgängermodells zugunsten von schwarzem, hochglänzendem Kunststoff. Sie sieht immer noch gut aus, wenn auch vielleicht nicht mehr ganz so edel. Eine noch bedeutendere Änderung gibt es beim Frittierkorb. Während das Fassungsvermögen um einen halben Liter auf immer noch gute 5 Liter verringert wurde, hat Proschenik den ungewöhnlichen, herausziehbaren Korb des T21 zugunsten eines konventionellen, herausnehmbaren Gitters aufgegeben. Während man beim T21 das Essen direkt auf den Teller geben kann, ohne dass die Gefahr besteht, dass Öl oder Krümel mit hineingeraten, muss man beim T22 möglicherweise einen Löffel benutzen, um zu servieren. Wir sagen, möglicherweise, weil das Gitter des T22 etwas fester sitzt als üblich. Sein Garraum ist nach unten hin nicht verjüngt, sodass man das Gitter gegen den Widerstand der Gummipuffer auf jeder Seite nach unten drücken muss. Das ist zwar etwas mühsam, aber der Vorteil ist, dass das Gitter dort bleibt, wo es hingehört, selbst wenn man den Frittierkorb umdreht. Das Bedienfeld des T22 befindet sich jetzt auf der Oberseite, wo es etwas einfacher zu bedienen ist. Nach wie vor verfügt er über eine große Anzahl von voreingestellten Funktionstasten. Theoretisch sind diese Tasten nützlich, um die richtigen Einstellungen für bestimmte Lebensmittel wie Pizza, Kuchen, Fisch oder Pommes zu wählen, aber durch die Vielzahl können sie auch verwirrend sein. Manchmal ist es am einfachsten, einfach die gewünschte Temperatur und Zeit einzustellen. Diese Heißluftfritteuse hat einen engeren Temperaturbereich als einige andere Mitbewerber, der von 75 bis 205 Grad Celsius reicht. Theoretisch könnte man denken, dass dies ein Nachteil für die Bräunung bedeutet, tatsächlich ist dies aber kein Problem. Alle Speisen werden perfekt gebräunt. Du kannst die T22 auch wie jede andere Heißluftfritteuse verwenden. Aber du kannst mehr aus ihr herausholen, wenn du die Proschenik-App installierst und den Airfryer mit deinem WLAN verbindest. Die App ahmt die Tasten auf der Heißluftfritteuse nach, bietet aber auch eine schnellere Möglichkeit, die Temperatur und die Zeit einzustellen und die Funktionen zum Vorheizen oder Warmhalten zu aktivieren. Du kannst sogar einen Zeitplan erstellen, was für die Planung einer Mahlzeit im Voraus sehr praktisch ist. Die Proschenik-App enthält außerdem zahlreiche Rezepte für verschiedene Fleischsorten und Meeresfrüchte, Kartoffeln, Gebäck, Gemüse oder Pizza. Du musst immer noch selbst kochen, aber mit der App kannst du die Proschenik Heißluftfritteuse mit den richtigen Einstellungen direkt von der Rezeptseite aus starten oder planen. Du kannst auch deine eigenen Rezepte hinzufügen, Sammlungen erstellen und sehen, was du wann gekocht hast. Proschenik hat gute Arbeit bei der Entwicklung der App geleistet. Man kann sie mit Google Assistant oder Amazon Alexa verbinden, sodass man Zeit und Temperatur schnell per Spracheingabe einstellen kann. Die App informiert dich auch, wenn der Garvorgang beendet ist oder das Gar gut geschüttelt werden muss. Es ist recht einfach, die Proschenik T22 über die App zu bedienen. Wenn du keine Apps benutzen willst, musst du nicht unbedingt zum Handy greifen. Die T22 ist ebenfalls sehr einfach über die Tasten am Gerät selbst zu steuern. Die Proschenik T22 Heißluftfritteuse ist ein hochwertiges Küchengerät mit Smart-Bedienelementen. Nicht jeder wird den Sinn der letzteren sehen, aber die App von Proschenik leistet gute Arbeit, um Dinge zu vereinfachen. Und als Bonus bietet sie eine gute Auswahl an Rezepten. Unabhängig davon, ob dich die Smart-Funktionen der T22 ansprechen oder nicht, bleibt sie eine formschöne, große Heißluftfritteuse, die für eine breite Palette von Lebensmitteln großartige Ergebnisse liefert. Die Proschenik Smart Heißluftfritteuse T22 hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 139 Euro, ist aber bei Einlösung des 30 Euro Rabattgutscheins über unseren Link in der Videobeschreibung derzeit für 109 Euro zu bekommen. Platz 4 der 10 besten Airfryer erreicht die Vortex Mini 4 in 1. Die Instant Vortex Mini 4 in 1 ist eine kleine Heißluftfritteuse, daher ist die Verpackung auch recht klein und einfach ins Haus zu tragen, wenn der Paketbote klingelt und sie dir bringt. Nach dem Auspacken ist die Fritteuse in der Tat auch sehr leicht. Sie ist nur 22,9 cm breit, sodass sie auch in kleine Küchen passt, ohne zu viel Platz einzunehmen.
Die Vortex Mini 4 in 1 Heißluftfritteuse gibt es in 4 Farben. Neben dem klassischen Schwarz ist sie auch noch in Weiß, Rot und Babyblau erhältlich. Nach dem Anschließen leuchtet das Bedienfeld der Vortex Mini auf. Es gibt, wie der Name schon sagt, 4 Einstellungen. Neben Heißluft frittieren kann sie auch noch braten, backen und Speisen wieder aufwärmen. Hauptsächlich wirst du wohl die Funktion Heißluft frittieren nutzen, aber auch die Einstellung Aufwärmen ist als Ersatz für die Mikrowelle sehr nützlich. Die Temperatur kann bis zu 205 Grad Celsius eingestellt werden, was niedriger ist als bei anderen Modellen von Ninja, die bis zu 240 Grad erreichen können. Die Temperatur kann jedoch in 1 Grad Schritten erhöht werden und nicht jeweils um 5 Grad, wie es bei den meisten Heißluftfritteusen der Fall ist. Das geht ganz einfach durch Drücken der Temperaturtaste und anschließendes Drehen des Drehknopfes. Mit diesem Drehknopf kann sowohl die Temperatur als auch die Garzeit erhöht oder verringert werden. Die Vortex Mini ist sehr kompakt gehalten. Der Griff des Korbs wird nicht heiß, und der herausnehmbare Einsatz, der die Speisen anhebt, damit die Luft im Garraum zirkulieren kann, bleibt fest an seinem Platz, damit er nicht herausfällt, wenn du dein Essen aus dem Korb auf deinen Teller gibst. Der Einsatz ist mit einer langlebigen Antihaftbeschichtung versehen. Und auch die Innenseite des Korbs hat diese Beschichtung. Wenn du zum Beispiel einen Nudelauflauf mit Käse aufwärmst, kannst du den Frittiereinsatz einfach herausnehmen und in die Vortex Mini geben, sodass dein Nudelauflauf auch ohne Ofen oder Mikrowelle knusprig wird. Der Einsatz hat außerdem einen hakenförmigen Griff in der Mitte, der das Herausnehmen erleichtert, auch wenn er noch heiß sein sollte. Manche schreckt es ab, wie zum Beispiel eben beschrieben, Speck und andere fetthaltige oder marinierte Lebensmittel in der Heißluftfritteuse zu garen, da manche Frittierkörbe und Einsätze nicht so einfach zu reinigen sind. Das ist bei der Vortex Mini aber nicht der Fall. Der Korb und der herausnehmbare Einsatz können beide in der Spülmaschine gereinigt werden, aber sie sind auch durch das clever durchdachte Design sehr leicht von Hand zu reinigen. Auch das Gehäuse lässt sich einfach mit einem Tuch abwischen und trotz der Touch-Bedienelemente wirst du kaum Fingerabdrücke auf dem Display erkennen können. Wenn du einen kleinen, nicht nur gut aussehenden Airfryer suchst, der hochwertig verarbeitet ist und ein erstaunlich klares Display für seinen günstigen Preis bietet, brauchst du nicht weiter zu suchen. Diese gut durchdachte Heißluftfritteuse gibt es in 4 verschiedenen Farben, sodass sie auch zu deiner Küche passen sollte. Der Preis des Instant Vortex Mini Airfryers liegt derzeit bei knapp 86 Euro. Auf Platz Nummer 3 schafft es die Kosori Heißluftfritteuse XXL mit 5,5 Litern Fassungsvermögen. Die Kosori Heißluftfritteuse 5,5 Liter XXL ist der Bestseller bei Amazon mit bereits über 100.000 positiven Bewertungen. Dieses Modell verfügt über eine praktische, herausnehmbare Frittierschublade. Durch diese entnehmbare Schublade kann das Fett leicht abtropfen und sie lässt sich auch leicht in der Spülmaschine reinigen. Durch diese preisgünstige Anschaffung kannst du dich von der Reinigung deines Backofens verabschieden und musst auch nicht mehr ewig warten, bis er vorgeheizt ist. Ganz zu schweigen davon, dass der Kosori Airfryer auch im Betrieb günstig ist. Kosori gibt an, dass du bis zu 55% Energie sparen kannst im Vergleich zu einem herkömmlichen Backofen. Wenn du nach einem Gerät suchst, mit dem du deine Lieblingsgerichte zubereiten kannst, von Pommes über Nuggets bis hin zu frischen und tiefgekühlten Lebensmitteln, dann ist diese Heißluftfritteuse vielleicht genau die richtige für dich. Die Heißluftfritteuse von Kosori wird in einem großen Karton geliefert und ist vollständig zusammengebaut und sofort einsatzbereit. Der Korb befindet sich in einer Schublade im unteren Teil des Airfryers. Durch Vorschieben einer Kunststoffblende kann man einen Knopf drücken und den Korb aus der Schublade herausnehmen, woraufhin der Korb mit dem Frittier gut am angebrachten Griff herausgenommen wird. Das Design erinnert an den Prochenik T21 Smart Airfryer, aber es fühlt sich weniger wackelig an und der Korb hängt nicht am Griff herunter. Das Äußere der Heißluftfritteuse von Kosori besteht aus einem schicken, strukturierten Kunststoff und ist in den Farben Schwarz, Weiß und Rot erhältlich. Ein Aufkleber auf der Oberseite des Geräts warnt davor, die Außenseite des Airfryers während des Betriebs zu berühren, da sie heiß wird. Diese Warnung ist allerdings unserer Meinung nach übertrieben, da die Kosori Heißluftfritteuse bei normalem Gebrauch nicht so heiß wird, dass du dich daran verbrennen könntest. Unter dem Gehäuse der Kosori Heißluftfritteuse XXL befinden sich 2 Aussparungen, was den Transport erleichtert. In Anbetracht ihrer Größe ist sie außerdem sehr leicht, was bedeutet, dass sie eine gute Wahl ist, wenn du sie außerhalb der Küche verstauen und bei Bedarf wieder herausholen möchtest. Viele Heißluftfritteusen werden mit voreingestellten Programmen für die Zubereitung von unterschiedlichen Lebensmitteln geliefert, was manchmal ein bisschen problematisch sein kann, da kein Gericht wie das andere ist. Der Kosori Airfryer wird jedoch zusammen mit 100 Rezepten geliefert, die mit diesen 11 Einstellungen perfekt funktionieren.
darunter Meeresfrüchte, Brot, Speck, Gemüse und Pommes. Die Bedienelemente der Kosori Heißluftfritteuse sind einfach zu handhaben. Sie sind digital und man kann durch einfaches Drücken des Touchscreens eine Einstellung auswählen. Über die zentrale Power-Taste wird die Kosori eingeschaltet. Anschließend wählt man einfach die gewünschte Einstellung aus und stellt bei Bedarf Temperatur und Zeit ein. Jedes Mal, wenn du eine Taste drückst, piept der Kosori Airfryer. Aber das Bedienfeld ist reaktionsschnell und es ist leicht, Programme zu starten, zu unterbrechen oder aber vorzuheizen. Beim Start des Garvorgangs wird sofort die verbleibende Zeit auf dem Display angezeigt. Wenn man die Schublade während des Betriebs herauszieht, unterbricht die Heißluftfritteuse automatisch den Vorgang und setzt ihn fort, sobald die Schublade wieder eingesetzt wird. Das Benutzerhandbuch enthält eine Anleitung zur Verwendung der Voreinstellungen, auf der auch die für die verschiedenen Lebensmittel erforderlichen Zeit- und Temperatureinstellungen aufgeführt sind. So weiß man, welche Einstellung man für zum Beispiel Frikadellen, Hähnchenflügel, Mais, gefrorene Hähnchennuggets und mehr verwenden muss. Mit einem Preis von 130 Euro hat sie ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, was wohl auch dazu beiträgt, dass sie die zurzeit meistverkaufte Heißluftfritteuse bei Amazon ist. Sie ist die Investition auf jeden Fall wert. Auf Platz Nummer 2 haben wir die Instant Vortex Plus Doppelkorb mit Clearcook. Die Heißluftfritteusen der Instant Vortex Plus Serie sind unserer Meinung nach mit die besten, die man heutzutage kaufen kann. Jetzt hat das Unternehmen sein Flaggschiff überarbeitet und bietet nun eine Version mit 2 Kochzonen an, mit der du 2 verschiedene Gerichte gleichzeitig zubereiten kannst. Außerdem können die Kochzeiten mit Syncfinish so synchronisiert werden, dass beide Speisen zur gleichen Zeit fertig werden. Und mit der Sync-Cook-Funktion kannst du in beiden Körben gleichzeitig das gleiche Gericht kochen und die gleichen Einstellungen und Programme verwenden. Ideal, wenn du Gäste hast und zum Beispiel eine größere Menge Pommes knusprig zubereiten möchtest. Und das alles mit bis zu 50% weniger Energie als herkömmliche Kochmethoden, wie Instant angibt. Die Instant Vortex Plus Doppelkorb zirkuliert, wie alle anderen auf dem Markt erhältlichen Heißluftfritteusen, heiße Luft um Lebensmittel, um diese knusprig zuzubereiten. Instant behauptet, dass die in der Fritteuse zubereiteten Speisen 95% weniger Öl benötigen als konventionell frittierte Speisen. Beide Einschübe der Heißluftfritteuse sind mit einem Clearcook-Fenster ausgestattet, das in Verbindung mit dem Licht im Inneren des Garraums die Kontrolle der Speisen ermöglicht, ohne dass man den Korb öffnen und den Garvorgang unterbrechen muss. Die beiden Schubladen der Instant Vortex Plus Doppelkorb bieten ein Fassungsvermögen von je 3,8 Litern, insgesamt also 7,6 Liter, was laut Instant für 8 Portionen ausreicht. Damit ist dieses Modell die größte Heißluftfritteuse, die Instant anbietet. Dieser Airfryer kann nicht nur Heißluft frittieren, sondern auch braten, backen, grillen, dehydrieren und aufwärmen. Er verfügt über ein neues, eckiges Design mit einem kleineren Drehknopf im Gegensatz zur Vorgängerserie, zum Einstellen der Temperatur und der Garzeit. Er ist etwas größer als die Instant Vortex Plus 6-in-1, aber nicht so sperrig wie sein direkter Konkurrent, die Ninja Foodie Max DualSoon Heißluftfritteuse AF400EU. Die Instant Vortex Plus Doppelkorb mit Clearcook bräunt Pommes und Hähnchenflügel sehr gleichmäßig, außen knusprig und innen fluffig und saftig. Da es jedoch keine Kochtabellen oder Hinweise in der Anleitung gibt, ist ein gewisses Maß an Experimentierfreude erforderlich. Mit einem Preis ab 195 Euro ist sie die teuerste Heißluftfritteuse, die Instant anbietet. Aber für diejenigen, die 2 Gerichte gleichzeitig zubereiten möchten, ist sie die Investition auf jeden Fall wert. Den ersten Platz in unserem Video der 10 besten Airfryer hat sich die Ninja Foodie Max Grill- und Heißluftfritteuse verdient. Du möchtest Grillgerichte zubereiten, ohne dafür deinen Grill anzünden zu müssen? Oder vielleicht gibt's für dich nichts Besseres als ein herzhaftes Frühstück, um in den Tag zu starten? Mit dem Ninja Foodie Max Grill und Airfryer mit Temperaturfühler ist das kein Problem mehr. Der Foodie Max Grill ist in der Lage, gesunde Grill- und Frittiergerichte mit wenig bis gar keinem Öl zuzubereiten und kann auch backen, braten, dehydrieren und aufwärmen. Vielleicht wirst du selbst überrascht sein, wie gut du mit einem solchen Gerät kochen kannst. Wenn du zum Beispiel in nur 10 Minuten gegrillte Keychen-Hähnchen und Paprikaspieße oder in weniger als 20 Minuten ein Beef Wellington zubereitest. Der Ninja Foodie Max ist ein zeitsparendes Tischgerät, mit dem sich Mahlzeiten einfach und schnell zubereiten lassen, denn er bietet eine Technologie, die das Rätselraten beim Kochen überflüssig macht. Einfach das gewünschte Gargut einlegen, die gewünschte Funktion wählen, backen, Heißluftfrittieren, grillen und so weiter, und das Gerät schlägt auf Knopfdruck die ideale Garzeit vor. Für zusätzlichen Komfort sind die Grillplatte, der Frittierkorb, der Kochtopf und der Spritzschutz spülmaschinenfest.
Der Foodimax Grill ist mit 39,8 cm relativ breit und 41 cm tief, so dass du genügend Platz brauchst, um ihn zu verstauen. Mit einem Gewicht von 9,2 kg ist er auch ziemlich schwer, so dass man ihn nicht jedes Mal in den Küchenschrank stellen und wieder herausnehmen möchte, wenn man ihn benutzen will. Im Lieferumfang ist ein digitaler Temperaturfühler enthalten, der sehr nützlich ist, wenn du Fleisch auf verschiedene Arten garen willst, zum Beispiel blutig, halb durchgebraten oder gut durch. Eine praktische Kurzanleitung zum Anbringen des Fühlers sorgt dafür, dass du sofort mit dem Kochen beginnen kannst. Der Fühler wird an der Seite des Geräts eingesteckt und kann bei Nichtgebrauch ordentlich an der Seite des Geräts verstaut werden. Zu diesem Modell gehört auch eine Grillplatte, die in kürzester Zeit vorheizt und einsatzbereit ist, viel schneller als bei einem herkömmlichen Grill. Außerdem gibt es einen Frittierkorb und einen Kochtopf, die beide flexibel zum Frittieren, Backen, Braten, Aufwärmen und Dörren eingesetzt werden können. Ein Backblech ist nicht im Lieferumfang enthalten, so dass du dein eigenes verwenden kannst. Aber der mitgelieferte Kochtopf ist für die Speisen, die du normalerweise auf einem Backblech zubereiten würdest, ebenfalls gut geeignet. Da das Gehäuse des Ninja glatt ist und es keine Knöpfe, Schalter oder schwer zugänglichen Stellen gibt, lässt sich das Gerät leicht sauber halten. Der Spritzschutz, der den Großteil des Grillschmutzes auffängt, lässt sich leicht abnehmen und entweder per Hand oder in der Spülmaschine reinigen. Alle anderen Zubehörteile sind ebenfalls spülmaschinenfest. Wenn du den Geschmack von frittiertem Essen liebst und gerne in der Küche mit einer Reihe von süßen und herzhaften Gerichten experimentieren möchtest, ist der Ninja Foodimax Grill und Airfryer eine gute Wahl. Und du kannst deine hergestellten Speisen fast ohne schlechtes Gewissen genießen, denn diese können mit wenig bis gar keinem Öl zubereitet werden. Der AG551-1 ist einzigartig in seinem Angebot, denn er verfügt auch über einen gesunden Grill, mit dem du gegrillte Speisen zubereiten kannst, ohne dich mit Holzkohle herumschlagen zu müssen. Kurz gesagt, ein guter Kauf, wenn du auf der Suche nach einem kompakten Kochgerät bist, das zu deinem normalen Backofen und Kochfeld passt. Beachte jedoch, dass du ausreichend Platz auf deiner Arbeitsplatte brauchst, um ihn aufzustellen. Die Ninja Foodimax Grill und Heißluftfritteuse hat eine unverbindliche Preisempfehlung von knapp 280 Euro, ist aber über unseren Link in der Videobeschreibung derzeit für 249 Euro zu bekommen. Das war's mit unserem Video über die 10 besten Airfryer. Noch einmal zur Erinnerung. Du findest alle Links zum Kaufen, oder aber um dich weiter zu informieren, in der Videobeschreibung und auch in den Kommentaren. Vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast, und wir hoffen, dass der richtige Airfryer für dich dabei war. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like sehr freuen. Abonniere doch auch unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du zukünftig kein Video mehr verpasst. Solltest du Fragen zu den vorgestellten Airfryern haben, schreibe es uns in die Kommentare und wir werden versuchen, dir so gut wie möglich zu helfen. Wir hoffen, dass du auch beim nächsten Video wieder dabei bist und wünschen dir noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du das Video schaust.